Vielleicht liegt es auch daran, dass ich Hunger habe. Ich habe seit Stunden nichts gegessen. Ich bin so hungrig gerade. Aber ich wollte jetzt aufnehmen. Bevor ich mich weniger schönen Dingen des Lebens widme. Das Aufnehmen ist natürlich das Schönste für mich. Ah, wunderbar. Na komm, hau rein. Mach mich fertig. Ja, komm, ey, ich will... Wir sind nur Stachelschweine und der kann ich nicht mal... Oh, komm, ey. Ich gehe doch in die Kanalisation, der hat sie mal überhaupt nicht drauf, ey. Ah, ich kämpfe jetzt gegen den. So. Dann hat er's. Aha. Warum wird mein Bildschirm denn rot, wenn ich noch mehrere Dinger... Wollte gerade sagen. Ich dachte, der Bildschirm wird nur rot, wenn mein Haupttier... stirbt. Ich komme hier aber auch nicht mehr weg. Das heißt, ich kann gar nicht in die Kanalisation, weil ich hier gar nicht wegkomme. Ah doch. Wunderbar. Ja, der hat es eh da drauf. Mal hier, langweilig. Wobei ich es angreifen könnte und dann tötet es mich vielleicht. Oh ja, wunderbar. Dann greife ich das noch an, dann tötet es mich vielleicht auch. So, und nun? Warte ich drauf, dass ich sterbe. Ja, komm. Die sind langweilig. Ist gar keine Action dabei. Irgendwelche Pumas oder so. Ja, oh Gott, immer diese langen Pausen. Ah, ich muss unbedingt ins Reden reinkommen. Ich wette, wenn ich dann, sobald ich den Aufnahmestopp gedrückt habe, habe ich schon wieder so viele Dinge zu erzählen, die sich dann alle Lukas anhören muss. Und dann ist er wieder traurig, weil er sich so viel Scheiß von mir anhören muss. Ah. Was haben wir noch? Noch mehr Stachelschweine. Ja, komm, die machen auch noch mit. Hier, jawoll. Warum ist die Ziege nicht so weit gefolgt? Voll die Stalker-Ziege. Jetzt dürfte ich eigentlich alleine sein. Ach, sieht voll cool aus mit dem, wenn er so den Fächer spreizt. Wo bin ich denn, wenn ja, wie viele? Es gibt inzwischen sogar Parodien auf Shades of Grey. Ist mir jetzt gerade so eingefallen, als ich letztens irgendwie mal wieder in Frankfurt war und in den Buchladen gegangen bin, habe ich so die erste Parodie auf Shades of Grey. Also die erste deutsche Parodie auf Shades of Grey gefunden. Ich habe gewartet. Ich drauf gewartet. Ich sag ja, ich habe eine Leseprobe vom dritten Teil gelesen. Und ich dachte, nach ungefähr einer halben Seite dachte ich, wenn ich noch einen Satz lesen muss, dann steche ich mir beide Augen aus. Es ist so furchtbar. Es ist einfach nur so furchtbar. Voll viele Leute haben gesagt, oh, das ist voll awesome und so. Nein. Ah, ich finde es ganz furchtbar. Oh ja. So, das sollte jetzt aber einigermaßen fix gehen. Ja, komm. Das ist aber lang. Ach, ich bin ja noch einer. Na komm. Ich dachte, er hat mich verfolgt, weil er mich umbringen möchte. Am Arsch. Ach komm, was dauert denn da so lang? Ich hoffe, wenn ich den Schimpanse bin, dann kann ich ein bisschen mehr erzählen. Dann kann ich aber auch zur Not einfach singen. Oh, du, du, du. Das haben wir früher in der siebten Klasse oder so gesungen. Die Lieder von Dschungelbuch. Hallo, Lili. Ist dir schlecht, mein Schatz? Normalerweise hat sie mich jetzt gebissen. Arme Maus. Ich kümmere mich später um sie. So, jetzt habe ich es aber endlich geschafft. Ich habe es ja vorher schon ein paar Mal versucht. Warum ging es denn jetzt so einfach? Ich weiß nicht, wenn ich nicht reden kann, kann ich spielen. Und wenn ich reden kann, dann spiele ich total den Scheiß zusammen. Mein Schicksal. So, neues Spiel. Ist euch mal aufgefallen, dass diese Bildchen immer so ein bisschen grünlich sind? Sieht immer ganz komisch aus. Ah, ich habe schon fast genug Geld für einen Robohund. Ist das nicht schön für den da? Aber die sind natürlich auch einfach voll pervers. Mit irgendwie 500 Ausdauer und 500 Leben. Die sind voll krass. Ich freue mich echt drauf, die zu spielen. Aber da muss ich noch ein paar Sachen bewältigen. So, jetzt interessiert mich mal, ob ich Fleisch oder... Okay, alles klar, Pflanzenfresser. So, kann ich was zu anziehen? Nein.
Dann hangeln wir uns einfach an den Herausforderungen lang und machen unser Bestes. Yeah! Jetzt habe ich wenigstens auch den Ton laut genug eingestellt, weil als ich das letzte Mal Unfinished Swan aufgenommen habe, habe ich mich darüber beschwert, dass diese Vorlesefrau diese Märchenseiten nicht vorliest. Da gibt es so Märchenseiten, die muss man halt irgendwie andatschen und dann liest die Dame das vor. Und ich habe mich voll darüber beschwert, dass sie es auch im zweiten Duspiel eigentlich ruhig mal vorlesen könnte. Ich trolle, Lollige, habe aber das Headset so leise eingestellt, dass ich nicht gehört habe, dass sie es doch gemacht hat. Und dann war es mir dann einfach beim Hören im Nachhinein so krass peinlich, weil ich einfach voll reingelabert habe. Aber jetzt habe ich das Headset laut genug, wobei mir es ja hier nicht passieren kann, dass ich irgendwas verpasse. So. Aus jetzt. Gut. Was muss ich machen? Oh Gott, ey. Viermal markieren, alles klar. So, dann warte ich jetzt noch die 3 Sekunden und erfreue mich meines Lebens. Yay, yay, yay. So. Wir sind ein Schimpanse. Ich weiß gerade gar nicht so, wie viel Prozent sich das Genmaterial des Menschen mit einem Schimpansen deckt, aber das mit einer Banane sind, glaube ich, 90%. Wenn ich mich nicht alles täusche, doch, dürften ungefähr 90% sein. Das finde ich aber voll pervers, dass sich das Genmaterial einer Banane so stark mit unserem deckt. Ich meine, bei manchen Leuten überrascht es mich kein bisschen, aber es ist schon sehr erstaunlich. Ja, unnützes Wissen Teil 65. Mary hat uns nichts zu erzählen. Mary, ja. Ich fange schon selber an, dieses hessische Mary auszusprechen, weil alle in Lukas Familie sagen Mary. M-E-R-R-I-E-H. Und das habe ich mir jetzt auch manchmal so angewöhnt. Vor allem gestern an Gala, Quatsch, an Fasnacht, wobei es eigentlich dasselbe ist. Ist ja wurscht. Jedenfalls gestern bei meinem Auftritt wurde ich auch genannt. Und das war das erste Mal in 2 Jahren, dass mein Name richtig ausgesprochen wurde. Mein Nachname. Der ist ein bisschen schwer. Ich sage, meine Wurzeln liegen in Kasachstan. Das ist ein russischsprachiger Teil. Und liegt also ein russischsprachiges Land und liegt unter Russland. Und dementsprechend ist auch mein Name russisch. Und der wurde bis jetzt noch kein einziges Mal richtig ausgesprochen an irgendeinem offiziellen Auftritt, den ich hatte. Aber gestern, das hat mich so gefreut. Was muss ich machen? Ich bin irgendwas witzig. Bin ich doch. Aber ich wurde nicht Maria genannt. Ich heiße ja eigentlich Maria, das wissen die wenigsten. Ich wurde auch nur Mary genannt. Ich habe mich so gefreut, dass ich gleich doppelt fröhlich Hello geschrien habe. Ja, wir müssen ja Hello rufen. Ich bin ja eigentlich nicht so... Ich bin da doch schon längst. Ich bin ja eigentlich überhaupt nicht so der Fastnachtstyp. Aber ich muss halt so tun, als ob beim Auftritt. Und mit diesem ganzen Geschunkel, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Also dieses ganze aufgesetzte... also hier bei uns in Hessen ist es immer so ein Schunkel... Also... Bei uns hier in der Gegend zumindest ist immer so Schunkellieder und irgendwie Fastnachtsumzüge und dieses und ich kann damit einfach überhaupt nichts anfangen. Vor allem war es gleich am Anfang, weil das Mikro nicht ging und dann hat der ganze Saal oi gesungen. Das ist nicht so furchtbar, das ist so aufgesetzt lustig. Damit kann ich aber mal überhaupt nichts anfangen, aber ich muss halt so tun, als ob. Deswegen habe ich im Hintergrund gestanden und gelächelt und gewunken. Lächeln und winken, Männer. Da habe ich mich... Oh, komm, ey. Jetzt bin ich den ganzen Weg gerannt für so ein verzweifeltes Vieh, ey. Aha. Da habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie so ein Pinguin aus Madagaskar. Nein, ich bin nicht tot. Mir fällt nur gerade nichts ein. Ich habe gerade echt so ein... Ich habe ja ein paar nette Kommentare gekriegt. Das kann ich jetzt auch gerne im Video erzählen. Von einem Zuschauer, der meinte, ein bisschen rumflamen zu müssen und hat unter anderem auch ein IQ-Vakuum erwähnt, das ich aufweise. Ich will ja nichts sagen, aber manchmal... Wobei ich aber ein studierendes IQ-Vakuum bin. Das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Ich bin sogar ein recht erfolgreiches studierendes IQ-Vakuum. Nur gerade, ich wollte sagen, ich habe ein Vakuum im Kopf.
Aber die Geschichte musste ich jetzt dazu erzählen, sonst hat er wieder was zu lachen. Vor allen Dingen, was ich nicht verstehe, ist, also nicht jetzt nicht nur auf mich bezogen, sondern generell auf Sachen, auf irgendwelche anderen Videos oder Filme oder sonst irgendwas. Warum schaue ich mir denn Leute an oder höre mir Musik an oder schaue mir Filme an oder sonst irgendwas, die ich scheiße finde und höre damit aber nicht auf? Das verstehe ich nicht. Also dieser äußerst nette Kommentare-Schreiber hat auch gemeint, ich muss mir schon 52 Folgen lang diese Scheiße geben. Und da frage ich mich auch, wieso guckt das denn dann? Also ich zwinge niemanden, meine Videos zu gucken. Ich meine, ich freue mich, wenn ihr es tut. Ich freue mich über Klickzahlen. Aber ihr seid nicht gezwungen. Und wenn ihr meine Videos kacke findet, dann seid ihr in einem freien Land und dürft gerne gehen. Und deswegen frage ich mich halt, ich mag jetzt zum Beispiel auch Justin Bieber überhaupt nicht und ich höre halt auch dem seine Mucke nicht, weil, nee, lieber steche ich mir die Ohren mit einem Messer aus, als seine Musik zu hören. Und deswegen lasse ich's. Ich meine, es muss jeder selber wissen, was er tut. Und wenn er halt meine Videos gucken will, um zu flamen, dann soll er halt meine Videos gucken, um zu flamen. Das darf er dann aber auch gerne in einem anderen Raum tun, als in meinem Kommentarbereich. Weil, wie gesagt, wenn die Leute scheiße finden, sollen sie mich nicht gucken.